Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play PCBs Infinity Wolf Skybub Expert Mode. Heute mit mir alleine. Und es ist wieder eine scheiß Folge abgestürzt. Und ich hatte zwischendurch kein Internet. Also irgendwie bin ich momentan verflucht. Ja. Letztes Mal haben wir gar nicht so viel gemacht. Wir haben nur hier ein paar mehr Upgrades reingepackt, dass die Cobblestone-Produktion ein bisschen schneller ist. Unter anderem, weil hier die ganze Produktion leer war und so. Dann haben wir einen Dust-Sieb noch abgerissen, das vom Backlog her nicht gereicht hat. Jetzt habe ich Schluck auf. Ich bin wirklich momentan... Gut. Dann habe ich da drüben einmal, da sieht man das schon so halb, hier noch eine normale Solarzelle hingestellt, damit der Lava Fabricator nicht ganz so viel Strom frisst. Und Obsidian. Gut, wir haben jetzt auch schon 213 Obsidian, also das geht schnell genug. Ich habe hier noch ein Kabel rübergelegt, das heißt den Peer-to-Peer-Tunnel hier drüben da schon mal angeschlossen, denn ich möchte mit dem Umzug des ME-Systems anfangen. Oder mit den Crafting-Units hier. Ich möchte nämlich gerne 10 Stück davon haben, weil 8 Stück davon sollten ausreichen. Was? Keine Kabel? Okay, das Rezept hätte ich vielleicht mit rüberziehen sollen. Und auch das Rezept von den drei Dingern, das brauche ich definitiv. Also, allein, dass es im System jetzt schon voll ist. Wow. So, Unit. Davon bitte auch nochmal 10 Stück. Gut, so ein Monitor, dass ich sehe, wo das Ding gerade bei ist, brauche ich nicht. Aber ich möchte jetzt halt gerne 4 Stück. 4 Stück. Hier drüber auch 4. Und hier auch 4. Und von unten möchte ich das anschließen. Jetzt die Frage, braucht der ein dünnes Kabel oder... Nö. Scheinbar geht's auch so. Device offline, Device online. So, wenn ich jetzt Solar eingebe, 214 sollte er die hier nehmen. Genau, wenn ich das cancel, Solar, machen wir mal 2, kriegt er auch noch hin? Wie viel Speicher hat die denn? Oh. Ich hätte nur die Hälfte gebraucht. Egal. Ich baue trotzdem. Ja, dann baue ich. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich baue 4 von den großen. 3. Ich baue 4 von den großen, 8 von den ganz kleinen und eine ganz große noch. Das heißt. So, mach mal. Danke. Ergo kommen hier noch. Oder 2 von denen reichen eigentlich. Dann mache ich 8 von denen hier hin. Hier werden sowieso wahrscheinlich zwischendurch jetzt gleich Monster spawnen. Kann ich eigentlich auch gleich so machen. Ha, das ist nervig mit dem Jetpack. So. 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 Dann 4 von denen. Ja, mache ich 5 von denen und eine noch größere würde ich gerne bauen. Dass ich, wenn es möglich ist, ne, 64, wie heißt's? Hä? So. Machen wir bitte 2 Stück noch. Woran hapert's jetzt? Hier wird Kohle durchgejagt. Du das machen. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas sagen, mir ist gerade entfallen. Ach ja, dass wir, wenn möglich, direkt so ein Ultimate Solarpanel craften können. Das ist halt mehr oder weniger mein Wunsch. Warte mal, können wir vielleicht auch größere Crafting Storages bauen? Nee.
Schade. Dann brauche ich noch ein paar Go-Processing Unit. Also die Dinger, die kosten halt nichts und wir haben da drüben eh noch was stehen, aber ich habe jetzt keine Lust, das rüber zu holen. So. Ich glaube aber, das sollte dann reichen. Alles in allem. So, packen wir jeweils auf jedem hier oben auch noch eine Fackel drauf. So. Und so. Dann ist das definitiv alles richtig. Und komm, ich hole die Dinger von hier drüben. Dann verschwende ich keine Rohstoffe unnötig. Oh, ist das schön, dass jetzt hier der Quatsch weg ist. Es ist hier mal wieder ein bisschen ordentlich. Dann fehlt nur noch, dass das dicke Kabel hier wegkommt. Aber das kommt jetzt auch mit der Zeit dann. Also ich bin halt einer, ich mach's lieber stückweise und dann ordentlich und gemütlich. Aber wenigstens richtig. Und nicht irgendwie, ich mache jetzt erstmal einen Teil und dann habe ich keine Zeit oder keine Lust mehr. Mache ich erstmal einen anderen Teil oder sowas. Deswegen dauert es zwar bei mir ein bisschen länger, bis ich ans Ziel komme. Aber wenn ich ans Ziel komme, habe ich wenigstens auch eine vernünftige Basis. Allein jetzt nur die Siebanlage. Wenn wir denn irgendwann mal dazu kommen, dass wir hier Draconium brauchen beispielsweise. Wir haben was. Wofür muss man da sich da noch anstrengen? So, dann brauche ich noch 10 Stück, glaube ich. Sollten reichen. Ah, gut geschätzt. Also, dann kommt jetzt hier jeder zweite raus. So. Bäh. Da ist jetzt schon kein Boden mehr unter meinen Füßen. So, ich glaube nicht, dass die Crafting-CPU reichen wird. So. Mal gucken, bis sie angeschlossen ist. Die weiß online. Solar. Available. Ja, gut, ja, ein bisschen. Ja, doch, das ist schon was. So, das crafte ich jetzt einfach mal. Ist jetzt hoffentlich nicht hier drin. Natürlich ist es da drin. Wo denn auch sonst? So, die hat jetzt 524.000. So. Wenn ich mir jetzt davon einen baue, brauche ich 1,7 Millionen. Diese hier hatte schon 1 Million. Das heißt, wenn ich jetzt... Ja, ich werde die... eingrößer machen. Warte, 9, das sind 4 mal 4. Das wären 64? Nee, warte mal. Nee, 16, Entschuldigung. 16 wären in einer Reihe. Wenn ich jetzt noch einen dran packe. Nee. So, 16. Ich möchte jetzt nochmal 16 haben. Da ich aber 9 schon habe, mache ich nur 7. Dann hätte ich... Oh nein. Okay, wenn das System craftet, ist das... kriegt das nicht genug Strom. Ups. Upsala. Ja, mach mal. Dann werde ich währenddessen mal ganz kurz Conduits verlegen. Ach man. Ne, Flachsdakte nehme ich direkt. Aber warte, wir haben gar keine Flachsdakte. 7, wow. Hier, machen wir mal 100 Stück. Start. Dann werde ich das im E-System mal... Ja, ich wollte gerade sagen, mit Starkstrom anschließen. Aber das ist es ja auch nicht wirklich. Wie viel kann das Ding eigentlich maximal rausgeben? 100.000. Ja, gut. Ah, bleibt doch an. Flachstakt. Immer noch keins fertig. Das crafte ich, breche ich kurz ab. Das breche ich kurz ab. Komm schon, Flachstakte. Ich brauche einfach nur Flachstakte. Worauf wartest du? Und das hat nichts mit dem Regen zu tun, weil die Energiezelle hier ist voll. Also die gibt einfach nur nicht genug ab. So.
Erstmal jetzt hier die ganze Kohle raus. Das braucht kein Mensch. So, dann Cancel. Noch einmal hier alles raus, hier raus, hier raus. Dann 64k. Ich brauche noch zwei Stück. Dann habe ich vier rein. Und ich würde gerne dann jetzt nochmal 8 machen. Und ich bräuchte dann wiederum die gleiche Anzahl an Units hier auch. Boah, das Ding wird aber ganz schön gigantisch. Na, 8 Stück, danke. Dann brauche ich 24 Units. So. 24 Units. Danke. Und jetzt bitte die Flachsdakte. Wo sind sie? Da. 100 Stück. Start. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass er die CPU genommen hat. Ach, warum nimmt er die immer als Standard? Ach. Komm, egal. Oh. Ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. Ups. So, und kriege ich jetzt endlich mal meine Flachstakte. 2 Millionen Start. Ha. Das heißt, wenn ich jetzt Solar eingebe und das mache, fehlt mir nur Redstone dafür. Das freut mich jetzt ehrlich gesagt. So, unter der Bedingung, dass es hoffentlich... Ja, das will ich eigentlich nicht. Wie viel kann ich denn bauen? 3 Stück? Ja. 5 Stück? Nein, das heißt 3 oder 4 Stück. Ja, 3 Stück. Das heißt, bis zum nächsten Mal habe ich zumindest noch 3 weitere, dann bin ich bei 7. Dann, dadurch, dass ich hier generell auch noch ein bisschen was an Sieb und so weiter, sollte es auch noch wieder mehr werden. Ja. Das heißt, nächstes Mal können wir das Achievement abschließen. Das freut mich ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, ihr kriegt nicht genug Strom. Gut, vielleicht hätte ich es doch nicht craften lassen sollen. Der hier jetzt nämlich dafür sorgt, dass das System bald ausfällt. So, wahrscheinlich ist das, ja. Ich brauche einfach nur die Flachsdakte. Ja, nee, ist klar. Baller halt noch mehr Kohle rein. Und das wortwörtlich. Wie weit sind die Flachsdakte? Ich habe immer noch nicht ein einziges fertig. Wie lange brauchen der Quatsch? Weißt du was? Dann machen wir das nochmal kurz fertig. Exportbus. Ich habe Crafting Card nicht automatisiert. Ups. Oh, das ist hier mit drin. Ja, ist hier mit drin. Mist. Card? Hä? Wo hab ich denn jetzt? Ah, da. Okay. Memo um mich selbst, nicht scrollen, wenn man das Ding in der Hand hat. Dann brauche ich die Crafting Cards. Machen wir mal 20 Stück. Warte, wie viele Enderperlen haben wir? Okay, ausreichend. Also wir haben das, dann haben wir ein Electrical. Ja, Mist. Dann würde ich den hier hinten wieder blockieren. Gut, die Flachstakte sind gleich fertig, denn ich würde gerne die Alloys, die wir bis jetzt automatisiert haben, also die drei anscheinend nur. Ja. Gut, sowas wie Invar, Signalum, Lumium, Elektrum. Das wäre nicht auch sinnvoll, wenn wir da immer 2048 von haben. Wobei, so oft brauchen wir das eigentlich nicht auf Schnelle. Enderium eigentlich auch nicht.
Ich kann alternativ gleich nach der Folge, weil das eh die letzte Folge, die ich jetzt aufnehme. Flaxtack immer noch nicht? Ach, jetzt macht er noch Lumium. Boah, ist der nervig. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Alloy Smelter. Dass ich ein bisschen die Rezepte aufteile. Hallo, sind endlich mal Flaxtakte fertig? Was brauchen der so lange? Ach nein, der muss Hardened Lumium Glas machen. Gucken wir mal ganz kurz, was unsere Ziele sagen. Also, Botania-Plattform haben wir. Crafting-Units umziehen haben wir. Molekular-Assembler haben wir. Siebanlagen, Endstone, Netherrack, Dust, Sand, Gravel, Soul Sand haben wir alles. Dann, Alloy automatisieren haben wir eigentlich, damit meinte ich das in den Dingern reinspeichern, aber das brauchen wir, oder? Ja, doch. Was auch immer da gerade explodiert ist. Nichts. Gut. Also, wir könnten gebrauchen Electrum, Refined Ingot. Das bräuchten wir. Dann bräuchten wir Invar noch. Signalum und Lumium. Könnte, glaube ich, auch nicht schaden. Signalum. Lumium. Electrical Steel. Energetic Alloy. Und Vibrant Alloy. Einzige Problem ist nur, das wird jetzt Ewigkeiten dauern, bis er das fertig hat. Weil das alles hier rein muss. Oh ne, das dauert gar nicht so lang. Ingot. Cancel, cancel, cancel. So. Der ist beim Craften. Ach, deswegen. Ja, gut, hätte ich doch nicht canceln brauchen. Also, wir haben jetzt hier Lumium. Wir haben Signalum. Dann würde ich gerne noch Energetic Alloy haben. Und Vibrant Alloy. Mist. Ah ne, doch, hat er beides übernommen. Und Electrical Steel, genau. Dann brauchen wir noch schnell Drawer. Warte, dann fange ich hier. Ach, Mist. Jetzt pumpt er hier einfach irgendwas rein. Das wollte ich natürlich nicht haben. Key. Weil wahrscheinlich wird es jetzt ein, zwei Tage dauern, bis ich wieder aufnehmen kann. Deswegen möchte ich das halt jetzt gerne machen, auch wenn ich minimal überziehe. Also wir haben Energetic Alloy, Vibrant Alloy, Electrical Steel, Enderium. Dann haben wir auf der anderen Seite Refined Iron, Invar, Electrum, Lumium und weißt du was? Signalum. Gut, dann muss ich von unten jetzt hier genau das Kabel hochziehen. Ich habe die beiden zusammengefasst, dann würde ich es hier hochziehen. Cable. Ah, Mist, das geht nicht, das sind jetzt 9. Haha. was schmeiße ich raus? Eigentlich Invar und Electrum geht schnell genug. Ja. Komm. Die beiden brauche ich nicht. Naja, brauche ich eigentlich schon, aber... Ich muss sparen. Platz sparen. Dann das Ding hier noch wieder abreißen. Und ja, ich weiß, ich habe eine Axt. Und nein, ich hole sie nicht raus. Okay, da hätte ich jetzt die Spitzhacke nehmen können. Egal. Also. So.
Dann. Jeder kriegt eine Crafting Card. Dann habe ich hier Electrical Steel und Loop. Na? Wollen wir mal wohl wieder abgeschlossen werden? Also Electrical Steel, Craft Only, Lumium, Craft Only, Signalum, Craft Only. Und ja, ich weiß, die Folge ist schon wieder viel zu lang. Aber an sich sollte es jetzt halt möglich sein, dass wir dann nächstes Mal nicht mehr die Probleme haben. Also klar, wir werden noch wieder Probleme haben, wenn wir mehr als das bisschen, was wir jetzt haben, verbrauchen. Aber ich glaube, das ist nicht so viel. Ich glaube, wir haben das generell komplett abgekappt momentan, oder? Ja. Ah, stimmt, wegen den, hier, Diamanten. Ich würde mal sagen, das nehmen wir mal raus. Dann können wir das nämlich wieder anschließen. Wenn es sich irgendwann aktualisiert, haben wir dann wahrscheinlich so gefühlt, ja, 20 Dinge und die Crafting-CPUs werden voll sein. Ja. Die sind jetzt allesamt voll. Cool. Gut, dann... Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Flachsdakte wollte ich noch verlegen. Damit wir hier genug Strom haben. Komm. So. Ich mache es jetzt so. So sieht es noch schön aus. Das kommt weg. Da haben wir jetzt den Strom. Ja, wobei. Der hat so wenig Strom. Oh. Gut, das war vielleicht nicht intelligent. Und den muss ich jetzt hier auch noch anschließen. Na los. Du kommst direkt daran. Zack. Dann HV. Denn dich möchte ich hier mit dran haben. Und jetzt sollte der Kern eigentlich definitiv genug Strom haben. Ja. Das Ding wird jetzt natürlich sehr leer gesaugt. Aber jetzt sollte es möglich sein, dass ich Solar eingebe. Und nicht alle habe. Warum habe ich jetzt nicht alle Solarrezepte mehr? Hä? Solar? Warum? 0 von 32? Na, aktualisier dich bitte. Vor allem... Achso. Nee, hä? Warum habe ich hier denn jetzt noch Crafting-Rezept? Och nein, jetzt hat der ganze ME-Kern sich aufgehängt, oder was? So? Solar? Cool, die sind auch alle offline? Ha? Das passt. Aber warum hat sich diese Verbindung hier aufgehängt? Ich hoffe nicht. Aber es sieht danach aus. Boah, ist das nervig gerade. Ich wollte doch nur noch... So, jetzt aber. Oder? Sag mir jetzt nicht, ich muss die Dinger hier abreißen, dann kotze ich. Nein, so.
immer noch nicht? Hä? Was ist jetzt denn los? Also ich weiß, das ist eine blöde 25-Minuten-Folge und mich nervt das genauso wie euch wahrscheinlich. Hust. Ne. Keine Ahnung. Also die Crafting Units sind scheinbar wieder dran, ne? Ja. Aber warum sind die denn jetzt nicht dran? Hä? So und so. Gut, aber ich würde sagen, ich beende jetzt die Folge, dann muss ich das Solarpanel wann anders craften. Oder ich starte das vielleicht gleich noch eben, wenn ich es hinbekommen habe. Aber ich würde sagen, Fingers geguckt habt bei dieser XXL-Folge. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.